Er galt als meistgelesener deutscher Schriftsteller seiner Zeit, noch bevor Goethe und Schiller Mitteldeutschland zum kulturellen Zentrum der deutschen Sprache machten. Auch heute erinnert in der sächsischen Kleinstadt Hainichen vieles an deren bekanntesten Sohn Christian Fürchtegott Gellert. Unweit seiner Statue auf dem Marktplatz und somit in zentralster Lage des 8800 Einwohnerstädtchens haben wir von der Erl Immobiliengruppe eine besondere Gelegenheit für Kapitalanleger. Das Haus Leinenweberhof wurde im Juni 2017 als Neubau eröffnet. Nicht nur aufgrund seiner hohen architektonischen und baulichen Qualität hat die Erl Immobiliengruppe das Objekt Anfang 2020 in ihr Immobilienportfolio aufgenommen. Die Einwohner in Sachsen sind im Bundesdurchschnitt mit unter den ältesten. Der demografische Wandel zeigt sich hier im Landkreis Mittelsachsen besonders deutlich. 10,5% über 80-Jährige werden bis 2030 im Landkreis Mittelsachsen leben. Politik und Verwaltung sind mit dieser Herausforderung seit längerem vertraut. Also wir haben doch in der ganzen Stadt sehr viel Bordsteinabsenkungen, Bequemlichkeitsstreifen, also das sind diese glatten Streifen, wenn also der Fußweg gepflastert ist, dass man auf der Platte dann laufen kann mit dem Rollator. Wir haben also Mittwoch einen Maiktag, da fährt der Maikbus dann auch die älteren Herrschaften in die Stadt rein. Ein Stadtbusverkehr hatten wir schon mal, aber das hat sich nicht gelohnt, weil es einfach alles fußläufig sehr gut erreichbar ist. Das Haus Leinenweberhof wird von der Casa Reha GmbH betrieben und ist Teil der Corian-Gruppe, dem europaweit führenden Anbieter von Betreuungs- und Pflegedienstleistungen für Senioren. Es bietet 124 Bewohnern viel Platz zum Wohlfühlen in 100 hellen Einzel- und 12 Doppelzimmern, allesamt mit Bad und WC. Die drei Wohnbereiche des Hauses verfügen jeweils über einen eigenen Speisesaal. Auf jeder Etage ist man schnell an der frischen Luft. Die gemeinsame Pflege von Hochbeeten und des hauseigenen Kaninchenstalls sorgen neben dem täglich wechselnden Ergotherapieprogramm für eine abwechslungsreiche Alltagsgestaltung. Hainichen gehört zum Landkreis Mittelsachsen. Kreisstadt ist das ehemalige Bergbauzentrum Freiberg. Die A4 verbindet Hainichen mit den Zentren Chemnitz und Dresden. Ersteres ist in 30 Minuten mit der Chemnitzer Citybahn erreichbar, die täglich im Stundentakt verkehrt. Informieren Sie sich über die vielen lebenswerten Seiten von Hainichen. Den besonderen Wachstumsmarkt Pflegeimmobilien in Sachsen und mit welchen sofortigen Mieteinnahmen Sie ab Kauf rechnen können. Alle Informationen finden Sie auf erl.de.